Alrighty then. Keine Kopfhörer hier, keine vor mir, es wird schon klappen. Naja, wenn es um die besten In-Ears geht, muss man eigentlich auch wie beim Smartphone ganz genau hinschauen. Die einen mögen Noise Cancelling und wieder andere finden es irgendwie wichtiger, wenn der Sound deutlich, deutlich abgestimmter ist und andere mögen vielleicht lieber die Box. Aber weil es so viele auf dem Markt gibt, möchte ich euch ein bisschen hier weiterhelfen. Ich stelle jetzt in diesem Video ein paar In-Ear-Kopfhörer vor. Aber falls ihr noch irgendwelche Geheimtipps habt, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare oder ihr seid auf der Suche nach ein paar neuen Kopfhörern, dann fragt euch unten einfach in den Kommentaren ein bisschen aus. Fangen wir mal mit den AirPods an. Keine Top-In-Ears-Liste gibt es ohne aktuelle Apple-Kopfhörer. Denn Wireless-Charging ist eine gute Sache. Aktuell gibt es zwar die AirPods 3 nur in der Farbe weiß, aber ansonsten muss man sagen, dass das Design ganz, ganz gelungen ist. Und ich finde nur, dass sie etwas klein sind und daher auch ein Ticken zu weit ins Ohr gehen, wenn man richtig guten Sound haben möchte. Aber naja, die In-Ears sind eigentlich sehr, sehr solide und verbinden sich mit dem iPhone eigentlich ganz gut. Selbst wenn ihr ein Android-Smartphone nutzt, sind die AirPods dennoch eine Empfehlung. Aber dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. Das könnt ihr gerne unten in der Videobeschreibung auschecken. Ich finde nur, Apple-Produkte sind generell immer ein bisschen zu teuer. Und deswegen habe ich auch ein paar andere, die ich wahrscheinlich auch ein bisschen eher empfehlen kann. Auf der einen Seite wären hier jetzt die OnePlus Buds Pro. Das sind auch meine Lieblingskopfhörer in dieser Liste. Ich habe sie wirklich so gut wie immer mit dabei. Das Design gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, weil es auch dieses matte Schwarz hat in der Hülle. Dazu natürlich das schlichte Aussehen mit ein bisschen Hochglanz dabei. Einfach richtig, richtig cool. OnePlus hat hier sehr viel am Sound getüftelt und vor allem auch in dieser Liste gefällt mir auch der Sound am allerbesten. Bei OnePlus Smartphones verbinden sich die Buds Pro von alleine, also automatisch. Und man kann jetzt schnell Einstellungen vornehmen und kann jetzt hier variieren zwischen verschiedenen Einstellungen wie Noise Cancelling oder auch etwas an den Funktionen, wie jetzt zum Beispiel beim Tastendruck verändern. Bei iPhones gibt es natürlich auch die dazugehörige App namens Hey Melody, wodurch man ebenfalls an alle Einstellungen kommt. Also ihr könnt da drauf drücken oder auch ein bisschen weiter im nächsten Song und so weiter. Das geht übrigens auch beim rechten und auch beim linken Kopfhörer. Aber wem die jetzt ein bisschen, naja, vielleicht nicht ganz so sehr gefallen, es gibt von OnePlus auch tatsächlich eine kleinere Variante, die hat jetzt kein Noise Cancelling und der Akku hält nicht ganz so lange. Das verlinke ich euch ebenfalls. Aber wenn sie schon kleiner sein sollen, dann sind die Soundpeats Mini Pro Hybrid. Ich glaube, so heißen die. Ich glaube, das hier solltet ihr genauer anschauen. Denn optisch sind die auch richtig, richtig klasse. Kosten aber nur knapp 60 Euro aktuell, aber haben eine ganze Menge zu bieten. Die sind rein technisch auch am meisten fortschrittlich in dieser ganzen Liste. Das verspreche ich euch. Denn alle Codecs werden hier unterstützt. Also nicht nur AAC, sondern auch kommt hier jetzt der neue Qualcomm QCC3040 Chip und die neueste Bluetooth-Technologie mit 5.2. Und das zusammen mit aptX Adaptive sorgt einfach dafür, dass die Kopfhörer, dass die sich intelligent einstellen, was ihr gerade hört. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt auf dem Smartphone eine Runde zockt, dann ist insbesondere natürlich der Fokus, dass da keine Latenz da ist, sondern dass ihr den Sound genau dann hört. Oder wenn ihr jetzt auch zum Beispiel den Transparentmodus drin habt, dann zum Beispiel, dass die Umgebung etwas lauter ist als sonst, weil das einfach wichtig sein könnte, wenn ihr die Straße überquert. Nützlich auch noch mit künstlicher Intelligenz, also super. Ich fand den Tragekomfort auch ganz gut. Die Hülle ist äußerst robust, vor allem dafür, dass das echt jetzt nicht so der namhafteste Hersteller ist auf den ersten Blick, aber wirklich zu empfehlen. Ihr habt jetzt ein mattes Gehäuse mit USB-C-Anschluss, dazu hier vorne eine LED, sodass ihr auch ungefähr den Akku auch anhand der Farbe einfach ablesen könnt. Ich verlinke euch alle In-Ears natürlich in der Videobeschreibung, aber die beiden solltet ihr unbedingt auschecken. Aber kommen wir doch mal zu den nächsten, und zwar von Sony. Es ist etwas schade, dass jetzt man für jeden Kopfhörer tatsächlich eine eigene App benötigt, aber wie man jetzt bei den Sony SP800N ganz genau sieht, dann kann man eigentlich auch eine ganze Menge in der App rausholen. Die hier gelten jetzt offiziell als Sportkopfhörer und haben daher auch diesen kleinen Bügel dran und halten aber auch dadurch besser als die anderen in der Liste. Also wenn ihr immer sagt, In-Ears fallen euch aus dem Ohr, dann sind die hier vielleicht besser für euch. Aber generell legt sich Sony auch in Sachen Verarbeitung und auch im Material richtig ins Zeug. Und die Kopfhörer wirken sehr, sehr hochwertig.
Auch im kleinsten Detail merkt man das. Aber was mich überrascht hat, war, wie laut die Kopfhörer sein können. Das habe ich so schon lange nicht bei anderen Herstellern gehört. Sonys Box ist auch etwas größer als bei der Konkurrenz, deswegen habe ich überhaupt andere angeschaut. Alles andere wäre super gewesen. Aber dafür sieht die Box wenigstens sehr, sehr modern und schick aus. Aber bleiben wir doch kurz mal bei Sport-Kopfhörern. Das hier sind die Jabra Elite 75T. Es gibt zwar bereits die Nachfolger mit 85T, aber ich sag euch, ihr könnt euer Geld sparen für den Aufpreis, denn die 75T haben in einer Sache eigentlich die Nase vorn. Und das ist der Sound. Die Höhen und Mitten haben keinerlei Schwächen, sondern sind sie ganz klar und ohne Rauschen. Aber vor allem der Bass hat mich echt beeindruckt. Und das hier sind die einzigen True Wireless Kopfhörer oder True Wireless In-Ears, die so einen kräftigen Bass haben oder so einen kräftigen und drückenden Bass haben, dass ich hier nie und wirklich gar nie die volle Lautstärke gebraucht habe. Was da aus den kleinen Lautsprechern kommt, ist für Bassliebhaber der absolute Wahnsinn. Das verspreche ich euch. Das liegt einfach daran, dass im inneren Teil dann nochmal eine kleine Gummibeschichtung ist, um die Kopfhörer übrigens auch wasserdicht zu machen. Also bekommt man im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klatsche. Denn es gibt besseren Sound und es gibt auch noch die 75T Active als komplett wasserdichte Version. Und ihr könnt also den Schweiß einfach abwaschen. Neben den OnePlus Buds Pro sind das hier übrigens auch die Kopfhörer, die ich selber sehr, sehr gerne nutze. Aber schauen wir uns doch mal die Anker oder die Soundcore Liberty 3 Pro an. Anker ist eine Marke, die jetzt eigentlich schon seit Jahren für solide Produkte steht und ich lege sie tatsächlich immer wieder euch ans Herz. Soundcore Liberty 3 Pro, das sind die absolut, naja, ich will nicht sagen Geheimtipp, aber dennoch gibt es bei keinem Kopfhörer so viel Zubehör wie jetzt hier. Sondern man bekommt auch noch ein paar Features, die es sonst nirgendwo gibt. Zum Beispiel genügend 10 Minuten Aufladen in der Box für 2 Stunden Musik hören. Aber generell ist auch der Akku hier eine tolle Sache, denn knapp 6 bis 7 Stunden hält euch der Akku durch, je nachdem natürlich, wie laut ihr Musik hört oder ob ihr ANC anschaltet oder nicht. Die Box hat übrigens auch diesen Schiebemechanismus, sodass man auch hier etwas, eine Art Besonderheit bekommt. Außerdem ist die Abmischung in der Soundcore-Welt einfach sehr, sehr intuitiv. Also der Sound sollte eigentlich den meisten gefallen. Aber ihr könnt da ein bisschen herumjustieren, falls euch das nicht gefällt. Aber wenn es darum geht, was auf dem Papier gut ist, dann haben eigentlich die Google Buds immer das Nachsehen. Die Akkulaufzeit ist eher Durchschnitt, der Sound ist okay, aber jetzt nicht besonders. Aber dennoch, sage ich euch, gibt es hier Funktionen bei den Google Buds, die wirklich interessant sind. Mit der Zeit bekommt nämlich Google durch Updates immer wieder einen besser abgestimmten Sound für euch hin. Außerdem sind die Google Buds in einer sehr, sehr kleinen Box drin, im Vergleich zu den anderen Kopfhörern eigentlich die kleinste Box. Dazu habt ihr auch noch den Google Assistant. Also falls ihr einfach mal draufklicken möchtet und eine Frage stellt mit dem Google Assistant, das ist schon ein richtiger Game Changer. Wenn ihr vor allem Android-Geräte oder ein Google Pixel nutzt, dann führt eigentlich kaum ein Weg an den Geräten vorbei. Ich fand die leider nur etwas zu schwach vom Bass her, aber der Rest ist wirklich, wirklich toll. Auch der Preis ist übrigens gut, denn mittlerweile gibt es sie, glaube ich, schon für unter 50 Euro. Ich verlinke euch natürlich alles in der Videobeschreibung. Von daher hoffe ich, dass ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte. Und falls ihr aber Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Ich bin mal echt gespannt, ob ich andere Kopfhörer mal genauer anschauen sollte. Ansonsten bedanke ich mich an der Stelle natürlich fürs Zuschauen. Abonniert doch gerne den Kanal, weil dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, see ya.